Hallo und herzlich willkommen bei Kreativdesign. Ich bin Sibylle Engwas und ich zeige dir heute in dem Video die Anleitung für diese Treppenfaltkarte, die dann auch einen Magnetverschluss hat. Du gestaltest sie dann je nach Anlass mit dem Thema, was du möchtest und wie das Ganze funktioniert. Dazu lade ich dich jetzt herzlich ein. Wir starten mit dem Kartenrolling, der die Maße 25 x 15 cm hat. Und machen uns mit Hilfe eines Lineals an allen Seiten erstmal kleine Kennzeichnung am äußeren Rand im 5 cm Abstand. Das heißt bei 5, 10, 15, 20. Das gleiche dann hier im unteren Bereich bei 5, 10, 15 und 20. Und die beiden Seiten im 5er Bereich sind dann nochmal zwei Kennzeichnungen 5 und 10 und das gleiche auch hier bei 5 und bei 10. Achte bitte darauf, dass wirklich nur am Rand die kleinen Kennzeichnungen sind, weil die brauchen wir, um das Lineal anzulegen. Und zwar, wenn es dann darum geht, den Kartenrolling vorzubereiten, legen wir das jetzt hier erstmal an den beiden Kennzeichnungen an, in dem 5er Bereich. Und falzen dann, hier bitte darauf achten, dass es wirklich bei 0 anlegt, von 5 bis 15 cm. Das wird nachher die Schnittlinie. Und das legen wir hier nochmal an und dann von 10 bis 20. Dann sind wir auch schon in dem Bereich für die kleinen Felder. Hier anlegen und nur von 10 bis 15 hier anlegen, von 5 bis nach unten, dann hier anlegen und von oben bis 10 und das letzte Kästchen nochmal anlegen und dann haben wir hier von 0 bis 5. Dieses Lineal hat auch eine Metalllinie, das heißt, wenn ich jetzt mit dem Cutter diese Schneidelinie verbinde, dann schneide ich mir nicht in das Lineal. Und als Orientierung hilft mir dann die Prägelinie, die ich gemacht habe. Das heißt, ich schneide mir jetzt einmal diese geprägte Linie ein und das gleiche dann hier im unteren Bereich. Dann sieht man ja, bis wohin man zu schneiden hat. Und dann wird gefaltet. Erstmal nur ganz sacht. Wir können die Knicke immer weiter, immer stärker machen, wenn wir das alles ein bisschen vorgeknickt haben. So. Und wenn du dann den Rolling zusammenlegst, dann kannst du das auch noch mal mit einem Falzbein oder dem Finger etwas stärker nachfalten. Das ist dann möglich. Achte darauf, dass es dann auch passgenau ist. Also noch bevor man scharf knickt, kann man es etwas korrigieren, damit es dann nachher auch ein gerades Ergebnis ist. So, und so sieht jetzt das Element aus. Und jetzt gibt es eine ganze Menge Schneiderarbeiten. Und damit machen wir jetzt weiter. Okay. Dann habe ich mir aus Unikarton einen zweiten Farbton gewählt, den ich für diese Karte nutzen möchte. Und da brauchen wir jetzt eine ganze Menge kleine Zuschnitte. Und zwar war das hier mal ein DIN A5 Blatt. Und das erste, was ich gemacht habe, war mir hier unten einen Streifen abgetrennt in der Breite 4,8 cm. Und dann habe ich mir die einzelnen Stücke zugeschnitten auf 4,8 cm. Das heißt, aus dem langen DIN A5 Streifen habe ich schon mal 4 Elemente bekommen. 7 Stück von den kleinen brauchen wir insgesamt. Von den breiten Streifen habe ich mir dann einmal hier 4,8 cm abgeschnitten und auch diese beiden dann nochmal halbiert, sodass da nochmal 2 rauskommen. Das ist ein kleiner Rest. Dann von dem restlichen breiten Streifen wieder 4,8 cm abgetrennt
auf 4,8 cm gekürzt. Das ist also hier ein kleiner Rest. Von dem restlichen Papier dann 9,7 cm abgeschnitten und mir das auch auf die Höhe von 9,7 geschnitten. Das ist also hier der Rest. Und dieser kleine Streifen bleibt als Rest auch noch über. So hast du aus einem DIN A5 Papier eine ganze Menge Platzsparen zugeschnitten, was wir für diese Karte brauchen. Und wir starten mit den kleinen Papieren, die hier in den Feldern eingesetzt werden, die ich mir hier schon einmal drauflege. Und das Stück, das brauchen wir gleich nochmal, da kommen wir dann zu, wenn wir an der Stelle sind. Was ich dann auch gemacht habe, ist mir aus Designerpapier kleine Vierecke zuzuschneiden. Und diese haben hier die Maße 4,5 mal 4,5. Das habe ich mir vorher schon mal überlegt, wie ich die hier auf der Karte anordnen möchte. Und was wir jetzt machen, ihr seht, es geht wieder um Papierschichten, also um Matten. Und was ich jetzt mache, ist, ich klebe mir das Designerpapier jetzt erst einmal auf die weiße Unterlage. Achte darauf, dass an dem Rand zwischen Designerpapier und dem weißen Papier ganz bisschen Abstand ist, damit man das wie so eine Rahmenoptik dann auch erkennen kann. Und ich zeige dir einmal, wie ich das meine. Wenn du möchtest, dass die Übergänge so ein bisschen kaschiert werden von dem Designerpapier, als Tipp, dann wäre vor dem Aufkleben die Gelegenheit, das mit einem Fingerschwämmchen und zum Beispiel brauner Stempelfarbe alle Ränder zu wischen. Ich habe das bei meinen Elementen hier schon gemacht. Und so geht es darum, dass ich jetzt erstmal alles wie so einen kleinen Rahmen zusammenklebe und dann auf das Papier, auf den Kartenrolling anbringe. Und ich blende das jetzt aus, während ich hier klebe, und bin gleich wieder zurück. Und wenn alles zusammengeklebt ist, dann sieht die Karte so aus. Auch hier am Rand habe ich jetzt einen ganz kleinen Mini-Abstand immer gelassen, sodass dieses Papierschichten, also das Matten, noch schöner zur Geltung kommt. Okay, wir machen weiter mit diesem oberen Bereich. Ihr erinnert euch an das zugeschnittene Papier mit den Maßen 9,7 x 9,7. Das wird jetzt hier im oberen Bereich angebracht, festgeklebt, auch hier wieder mit etwas Kleber. Und ich habe mir schon Motivpapier in den Maßen 9,5 x 9,5 zugeschnitten. Und auch das klebe ich mir jetzt hier einmal so übereinander, dass da etwas Rand zu sehen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und wenn auch das hier aufgeklebt ist, dann kümmern wir uns jetzt um diese Ecke. Und zwar wird dazu wieder etwas geschnibbelt. Ich habe hier aus hellblauem Karton ein Stück in den Maßen 19,4 x 9,7 geschnitten und zur Hälfte gefaltet. Die krummen Maße entstehen dadurch, weil wenn ich das aufklebe, möchte ich auch hier wieder einen kleinen Rand sehen, also Papiermatten, Papierschichten machen wir wieder. Dann habe ich aus weißem Tonkarton und zwei Stück Motivpapier jeweils in den Maßen 9,4 x 9,4 diese Stücke zugeschnitten. Dies hier kleben wir dann in den inneren Bereich. Die brauchen wir gleich für die Verzierung. Und weil ich mit einer Bordüre arbeiten möchte, habe ich mir auch schon dieses Stanzelement mit den Wellenlinien einmal zugeschnitten. So, und dann arbeiten wir ja mit dem Verschluss mit kleinen Minimagneten. Die habe ich jetzt hier schon mal. Und als erstes wird einmal einer der beiden Minimagnete auf unseren Kartenrolling geklebt, damit wir dann auch die Verschlussmöglichkeit haben und das dann überkleben. Ich nutze jetzt hier etwas von dem Flüssigkleber, gebe hier einen Tropfen drauf und platziere den dann
so ungefähr mittig, nicht ganz am Rand, weil wir auch noch hier ein bisschen Fläche brauchen, um das Papier aufzukleben. So, jetzt bleibt es dir überlassen, ob du Tacky Tape nehmen möchtest, doppelseitiges Klebeband oder Flüssigkleber. Das kann jeder so halten, wie er möchte. Ich mache es jetzt hier für das Video mit bisschen Flüssigkleber. Das geht dann doch noch schneller, als wenn ich jetzt hier überall doppelseitiges Klebeband anbringe, was eigentlich mein Favorit ist. Aber es geht jetzt auch mal so. Flüssigkleber hat den Vorteil, dass, wenn ihr so wie ich hier geschmiert habt, wenn man so schräg guckt, dass man das ganze Papier noch etwas verrucken kann. Jetzt knicke ich es mir schon mal zur Hälfte, damit mir das beim Ausdichten die Arbeit erleichtert, damit ich auch hier sehe, ob der Rand so ungefähr gleich ist. Kommt nicht immer auf einen Millimeter an, ist die Handarbeit. Aber man sollte schon gucken, dass es jetzt nicht ganz schräg verläuft. So, das lassen wir jetzt schon mal eben trocknen. Dann machen wir das so, dass wir die Magnete sich finden lassen. Das heißt, hier einfach draufsetzen, wieder etwas Flüssigkleber und dann zudrücken. Das kann jetzt ruhig mal eben etwas trocknen in der Zwischenzeit. So, da haben wir das. Ne, wir machen es umgekehrt. Genau. Wir haben nämlich jetzt hier die Klebestelle und keine Bange, das wird nachher eh überklebt. Ich löse mir jetzt doch lieber den Magneten und platziere mir den hier an der Seite, dass das hier trocknen kann. Dann können wir nämlich weiterarbeiten. Genau, so machst du das auch. Das ist gut. Das weiße Stück, dafür habe ich mich jetzt hier entschieden, für alle, die dann doch ihre Grußkarte noch mit ein paar persönlichen Worten überbringen möchten. Ist ja dann auch mal ganz angenehm. Auch hier etwas Kleber am Rand anbringen oder doppelseitiges Klebeband. Zack, zack, zack. Und das Ganze dann, jetzt muss ich mich mal hinstellen, dass ich das ungefähr von oben sehe, dann so mit etwas Rand aufkleben. Ja, wie gesagt, der Vorteil beim Flüssigkleber ist natürlich, ihr könnt das noch etwas verruckeln und wenn ihr nicht ganz am Rand des Papiers den Kleber auftragt, dann passt das natürlich super schön, weil man hat nicht diese Schmierränder. Die Bordüre, die arbeite ich ein, weil ich möchte, dass die hier von der Vorderseite zu sehen ist. Und die schöne Seite, ich finde, es gibt immer eine schöne Seite und eine nicht ganz so schöne Seite. Die schöne Seite möchte ich natürlich, dass die nach oben zeigt. Also muss ich jetzt das Ganze mal umdrehen, weil das wird so sein und dann wird das so sein. Und wie möchte ich denn jetzt das Ganze gestaltet haben? Ich denke, ich probiere jetzt mal, also ungefähr von hier, das da und dann her. Das schneide ich mir gleich schön. Seht ihr überhaupt noch was? Bin ich im Bild? So, das haben wir. Und jetzt ändere ich mir diese Bordüre, indem ich den Rand abschneide. Hier muss ich natürlich noch ein bisschen lassen. Gehen wir mal hier nach oben. Und hier die Welle, die schneiden wir jetzt so zurück. Okay. Also, wenn mein Plan aufgeht, dann müsste das jetzt gut passen hier. Ja, natürlich aufpassen, nach oben hin ist ja kein Thema. Also wenn es hier nach oben hin übersteht, nur nach unten wäre jetzt nicht so schön, weil wenn die Karte dann aufgestellt wird, dass sich hier der Bogen zerknickt, das wäre dann nicht so schön. Und die bringen wir jetzt hier erstmal am Rand an mit etwas Kleber. So, wo ist die schöne Seite? Die ist da. Und dann ausrichten. Jetzt mache ich mal hier die Linie. Wo ist das unten? So, hier ist jetzt der Kantenabschluss. Das heißt, darüber darf ich nicht kommen. Und dann habe ich das auch nicht. Werde mir die aber trotzdem noch
etwas ausrichten. So, gucken, ob mein Plan aufgeht. Ja, schauen wir mal eben. Ja, also hinstellen kann ich die Karte noch, ich hoffe. Ja, der Magnet ist jetzt auch langsam angetrocknet, sonst hätte ich ihn noch mal mit ein bisschen Flüssigkleber befestigt. So, das Motivpapier für den inneren Bereich, und das ist nämlich das Schöne, weil jetzt hier die Ränder ja auch wieder abgedeckt werden. Auch hier wieder mit etwas brauner Stempelfarbe gewischt, um die Ränder schön zu kaschieren. Und auch das klebe ich mir jetzt erstmal auf meine Karte, und zwar über den Magnet. Dann ist der nämlich gleichzeitig versteckt. So. Und in der Mitte noch ein bisschen. Und dann auch wieder hier mit etwas Rand aufkleben. Das wäre das. So. Während das nämlich jetzt alles schön trocknet, können wir uns einmal um die Vorderseite kümmern. Da kommt das Stück ESP drauf. Designpapier, Motivpapier, wie auch immer, welchen Namen du auch immer gebräuchlich dafür hast. So, was wir aber vorher machen, ist, auch hier habe ich mir eine Bordüre ausgestanzt, weil ich möchte die als Wellenoptik hier drauf haben. Und dann entscheide ich mich mal, also hier nehme ich die Welle komplett mit. Also schneide ich mir ja auch erstmal wieder den Bogen. Und dann, ja gut, dann ist das halt so, dass irgendetwas verschütt geht. Ich denke, ich schneide das so ab. Ja, Moment. Ich zeige dir, was ich meine. Einmal so. Und dann mache ich mal ein bisschen mehr weg. So. Genau. Okay. Das klebe ich mir jetzt erstmal auf. Und zwar möchte ich, dass die Bögen hier oben, dass die in der Tat offen sind, weil ich habe nachher noch eine weitere Verzierung, und das ist ein Wahlstandselement, und der soll so ein bisschen dahinter gesteckt werden. Also bringe ich mir hier im unteren Bereich nur den Kleber an und richte mir das dann so auf der Karte aus. Hier unten darf ruhig noch etwas von dem Braun zu sehen sein. Und ich habe es mir jetzt extra länger abgeschnitten und noch nicht aufgeklebt, weil jetzt kann ich nämlich schön von der anderen Seite am Rand entlang mir den Rest abschneiden. Der kommt einmal weg. So, das sieht gut aus. Mir gefällt's. Okay. Das kommt dann hier hin. Und jetzt kann ich das Motivpapier auch wieder auf der Karte schichten, in dem Fall matten und anbringen. So. Das haben wir schon mal hier. Und dann brauchen wir an jeder Seite wieder etwas Abstand. Ich finde, das ist eine sehr schöne Optik hier mit diesem Rahmen. Mit den Papierschichten, so kommen die verschiedenen Lagen übereinander gut zur Geltung, und ist im Endeffekt Geschmackssache, aber ich finde es sehr schön. Und so sieht jetzt das Ganze bisher aus. Hier haben wir den kleinen Magnetverschluss, der auch sehr stark hält, also ihr braucht keine Angst haben, dass da sich jetzt etwas öffnet. Und kleiner Tipp: Wir haben, die Bordüre habe ich dir gezeigt. Ich habe dann noch etwas Dekomaterial gestanzt, und zwar ist in dem Schablonset mit dem Wal und dem kleinen Delfin auch dieses Fischernetz bei. Und die habe ich jetzt alle erstmal aus weißem Karton gestanzt. Und das Fischernetz habe ich mir dann ein bisschen mit brauner Stempelfarbe und einem Fingerschwämmchen hier etwas braun angemalt, und das möchte ich jetzt hier
einfach mal zerreißen. Also das habe ich mir überlegt, soll so ein bisschen hier in dem Bereich angebracht werden. So, und dann sind wir nämlich, wo habe ich es jetzt hingeschmissen? Dann sind wir nämlich bei einer ganz tollen Klebefolie. Und zwar gibt es diese Folie mit mini-transparentem Klebepunkt. Ich nehme mal das kleinere Stück, das reicht. Und diese ganz kleinen Mini-Klebepunkte, die befinden sich auf zwischen ja, so einer Trägerfolie und einer Schutzfolie. Und da lege ich mir jetzt mal dieses Gitter drauf. Und zwar ist das geeignet. Ich drücke wirklich nur ganz leicht, also nicht so fest rubbeln. Und dadurch, dass hier die kleinen Mini-Klebepunkte drauf sind, werden die jetzt übertragen auf dieses Gitter, also auf filigrane Sachen, dann ziehe ich mir das runter und dann kann ich nämlich mir auch ganz feine filigrane Elemente hier aufkleben und das gleiche mache ich jetzt einmal mit dem anderen Gitter. Na, komm her. Die gibt es in DIN A5 und DIN A4 Größe, diese Klebepunkte. Und damit man ein bisschen handlicher arbeiten kann, ihr seht, ja, ich will jetzt nicht zu stark auf die Klebepunkte drücken, sonst habe ich nämlich alles an den Finger. Ihr seht, es ist schon hilfreich, wenn man hingeht und sich kleinere Stücke zuschneidet. So, und das machen wir erstmal die eine Hälfte. So, nehme ich mir das hier runter, die andere Hälfte auch nochmal eben andrücken. Und dann kann ich auch das hier einmal greifen und platzieren und habe das Gitternetz aufgeklebt. So, dann hier einmal festdrücken. Tada, das war dies. Dann habe ich mir ja aus weißem Karton hier den Wal gestanzt und auch die Delfine. Und das zeige ich dir jetzt nur einmal kurz, wie ich die hier koloriert habe. Das kommt mal eben an die Seite. Es kann jetzt sein, dass es ein bisschen funkelt von der Lampe. Aber ich brauche etwas Folie, um das Ganze abzudecken. Also, und zwar, das war so. Ich muss mal gucken, ob ich die... Ja. Also es funkelt, okay. Vielleicht ein bisschen am Rand. Ja, okay. So. Ich hoffe, ihr seht das. Ich zeige es gleich auch nochmal näher in der Kamera. Und zwar entweder mit diesen Wischern oder mit Fingerschwämmchen. Und ich habe jetzt hier einen Grauton und einen Blauton. Und nehme mir jetzt erst einmal Farbe auf. Einmal mit dem Grau. Und auch gut verwischen. Wir brauchen also gar nicht so viel da drin. Es soll ja immer nur so ein Hauch sein. Und das auch einmal gut verwischen. Und dann bin ich hingegangen und habe von außen fange ich an und bringe dann hier in kreisenden Bewegungen erstmal etwas Farbe auf. Ihr könnt besser, wie gesagt, mit weniger Farbe erstmal anfangen und dann, je öfter ihr drüber geht, stärker werden. Das ist jetzt hier zum Beispiel das mit dem Blau. Ihr seht, es ist noch eine dunklere Farbe in dem Fall bei dem Fingerschwämmchen drinne gewesen. Deswegen wird das helle Blau natürlich noch anders dargestellt. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, Frau Engwas, wenn man für jede Farbe so sein Schwämmchen hat. Oder halt einmal auswaschen, dass man, bevor man mit einer anderen Farbe anfängt. Obwohl ich jetzt diese dunklere Farbkombi, die finde ich auch nicht schlecht. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier ist also der hellere und hier habe ich die zwei anderen Farben rübergebracht, was auch für schöne Akzente sorgt. Das ist dann mit dem Glitzerstift, Glitzerpinselstift, da bin ich einfach hingegangen und habe dann hier auf die Linien und die Flosse im unteren Bereich einfach etwas Glitter aufgetragen und dann funkelt das herrlich. Aber auch nicht zu aufdringlich. Und bei dem Delfin genau das gleiche. Zwei Farben. Einmal mit dem Blau
dürfte wahrscheinlich auch noch genug drin sein. Hier habe ich erstmal den unteren Bereich etwas befärbt und dann mit dem Grau nochmal drüber im oberen Bereich, dass das so zwei verschiedene Farbakzente hat. Und auch hier bin ich dann mit dem Glitterstift hingegangen und habe dann nur den Bauch etwas damit gestrichen. Und dann hat man hier auch einen super süßen Effekt. Das Auge habe ich aufgemalt. Bin ich jetzt scharf? Ja, bin ich scharf. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so auf meiner Hand hin, indem ich einen Bleistift genommen habe, aufgesetzt und einfach nur eine kreisende Bewegung. Und dann habe ich dem Delfin das kleine Auge verpasst. So, jetzt sind wir auch wieder scharf im Bild. Alles klar. Okay, so viel erstmal zu der Deko. Die kommen jetzt mal kurz wieder an der Seite. Die brauchen wir erstmal nicht, weil das kann jetzt auch weg. Wir brauchen keinen Glimmer mehr zusätzlich, was funkelt. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, und jetzt geht es nämlich eigentlich nur noch darum, so ein paar Sachen zu verzieren mit maritimen Mustern. Und ich habe jetzt hier für die Vorderseite habe ich jetzt den Weil geschaltet, obwohl mir das, was ich jetzt gerade gemacht habe, von dem dunkleren noch besser gefällt. Ja, ich glaube, ich werde den so da reinsetzen. Das ist jetzt wirklich Geschmackssache, was du machen möchtest. Ich glaube, ich nehme Abstandpads. Ich glaube, das sieht schön aus. Also wenn du eine erhabene Optik haben möchtest, dann nimm ruhig etwas Schaumklebeband oder Abstandpads und bring dir das an. Dann hast du noch eine schönere 3D-Wirkung. So, und die Flosse, die war, fand ich eigentlich auch ganz neckisch so. Die bleibt hier zwischen gequetscht. Und dann den Wal. Okay. Das wäre dies. Dann hatte ich mir drei Delfine gearbeitet. Das war der. So, und die sollen hier vor dem Schiff so herspringen. So hatte ich das irgendwie gedacht. Und den einen, den bringen wir mal etwas erhaben an. Da ist Schaumklebepad hinter. Und die anderen beiden, da kommt jetzt einfach, weil die so ein bisschen auch im Hintergrund sein sollen. Freuen wir uns, Hilfe. Ja, nichts passiert. So. Die bringe ich mir jetzt erst einmal hier an. Also, der springt so. Dann springt der so ein bisschen weiter und der dritte, der, muss ich mal gucken, wie ich den haben möchte, springt der nach oben oder nach unten? Das sind jetzt, ist jetzt auch wirklich Geschmackssache. Ich glaube, es ist schöner, wenn der nach oben springt. Alles andere sieht so abtauchend aus. Okay, so, jetzt haben wir das. Das für die Mitte hatte ich mir dann auch noch mal überlegt, dass hier so ein Wal abtauchen kann. Also bekommt der auch noch wieder etwas Kleber. Und mit dem Finger kannst du das grob abtupfen, wenn mal ein Klecks zu viel ist, damit der nicht direkt hier an den Seiten rausquillt. So, und hier habe ich bei dem Wal auch auf der Schwanzflosse noch mal etwas von dem Glitter angegeben. Hier haben wir jetzt schön die Fläche zum Beschriften für den Gruß und gehalten wir jetzt mit dem Magnetverschluss. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist natürlich hier auch noch weitere maritime Elemente aufzubringen, kleine Muscheln anzukleben oder so ein Fischernetz, wenn ihr so etwas in der Art zu Hause habt, Jute oder halt weitere maritime Motive. Ich denke, dass diese Kartenart ganz einfach ist herzustellen. Es ist schnell gemacht, dass man auch wirklich sagt, hier, da gucken wir jetzt mal.
So sieht's aus. So, war einmal falsch geknickt. Das ist die Optik. Ich habe gerade überlegt, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ne? Zack, so machen wir das. Ich werde es jetzt noch etwas weiter verziehen für mich. Wollte dir aber jetzt einmal zeigen, was passend zu dem Standschablonen-Set ist, was ich gerade als Angebot in meinem Online-Shop drin habe. Ich wünsche dir eine wunderschöne, kreative Zeit. Bastel dir Lebensfreude, lass es dir gut gehen und bis bald. Tschüss.